Also, es läuft bei beiden, ne? Ich bin bei Arcade Mode, ich gehe runter, runter, hoch, runter, hoch, hoch. Ey, das funktioniert immer echt gut. Ja, das mache ich dann damit. So. Soll ich oder willst du? Nee. Das war keine Ja- oder Nein-Frage. Ich mache, ja? Okay, alles klar. Moin, moin und hallo zur einer Stunde mit Dungeons and Dragons Chronicles of Mystaria. Was bin ich froh, dass ich diesen Namen ohne Fehler rausgekriegt habe. Ich bin der Gregor. Ich bin der Trant. Ja, und wir haben Sommerpause und haben endlich Gelegenheit, mal was zu Ja, ich zocken. finde es auch voll Ne? angenehm, dass wir, freitags ist normal immer Drehtag und voll stressig und jetzt ist so herrlich locker irgendwie, die Sonne scheint, wir haben Zeit, mal eine Stunde zu zocken. Herrlich locker, die Sonne scheint, was machen wir? Wir setzen uns Ja, rein und gut. spielen alte Games, die vor gefühlt 20 Jahren Ja, rausgekommen wir sind sind. ja auch Game One und nicht Sonne One oder so. Das stimmt eigentlich, ja. Selbst im Sommer müssen wir uns auch unserer Pflicht ergeben. Ja, ich habe schon angesprochen, Dungeons and Dragons, jetzt bin ich doch gestolpert. Chronicles of Mystara ist eine Collection, die bald rauskommt für Xbox Live und ich glaube PlayStation Network auch. Da sind zwei alte Beat'em-ups drin. Die gab es früher mal in der Arcade nur, in der Spielhalle von Capcom. Und Capcom hat ja unter anderem Final Fight gemacht oder ja, wie hieß es, dieses Knights of the Round auf dem Super Nintendo. Das war auch schon mal so ein bisschen so mittelalterlich angehaucht. Jetzt haben sie sich für zwei Spiele für die Arcade damals eine Lizenz geholt von Dungeons and Dragons, dass die offiziell dann die Klassen und Charaktere und Gegner irgendwie benutzen können. Und ich kann mich erinnern, ich habe das mal im Griechenland-Urlaub tatsächlich mal kurz gespielt und gesehen, aber es ist schon relativ lange her. Ich kenne das null, habe es noch nie gesehen und wusste auch gar nicht, dass es zu Dungeons and Dragons so ein Beat'em'up gibt, so ein Brawler. Ja, ich war auch dann, also damals hatte ich noch keine Ahnung von Dungeons and Dragons, heutzutage auch nicht wirklich, aber mir sagt zumindest das Zeug was. Und ich habe es zumindest ein paar Mal gespielt damals, aber ich weiß nicht, ob das dann jetzt noch sich behalten wird. In Chronicles of Mystara sind zwei Spiele mit dabei. Wir werden jetzt für diese Stunde jeweils eines der Spiele für eine halbe Stunde spielen und dann mal zum anderen wechseln. Ich würde sagen, damit wir das vernünftig machen können, ich habe hier einen schönen Timer. Kann man das, naja, mal gucken, ob man es erkennen kann. Der läuft jetzt. 30 Minuten für das erste Spiel. Let's go. Ich würde sagen, wir gehen rein. Also, das Ach Spiel. Scheiße, jetzt habe ich mich angemeldet. Macht das was? Nö, ne? Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das erste Game heißt Shadow over Mystara und das zweite heißt Tower of Doom, was hier mit dabei ist. Können wir ja mal wechseln. Ja, genau. Die Hauptmenüs müssen gleich aussehen. Ich weiß jetzt nicht, welche Firma das jetzt nochmal neu übersetzt hat. Capcom macht ja relativ viele von diesen Klassiker-Updates. Es gab ja Darkstalkers kürzlich als Collection und diverse alte Arcade-Games, dass jetzt diese Dungeons and Dragons-Dinger kommen, die man wohl auch per Xbox Live Online spielen kann. Ich glaube, du kannst bis zu 4 Leuten gleichzeitig da teilnehmen lassen an den Spielen. Das könnte durchaus spannend und interessant sein. Also wollen wir mit Tower of Doom mal Ja, anfangen? was ist denn das Erste? Ist das Ich Tower of Doom? hätte gedacht, warte mal, was steht da? 99? Ne, da stehen so Nee. Infos unten dran. Ich Komm, dann gehen wir nochmal zurück zu hätte Shadow. gedacht, dass Shadow Oh, das Erste ja. ist. Ja, sonst würde es auch nicht direkt im Hauptmenü so benannt worden sein. Ich glaube, wir fühlen uns einfach mal ein bisschen hin, wie die Dinger funktionieren. So ultra Okay. komplex sind Beat'em'ups ja auch nicht. Okay. Arcade Mode. Ja, da sieht man Vorne schon. anfangen oder? Ja, wir können gar nicht später erst anfangen. Du siehst, die sind noch verschlossen. Ja, wir haben sie mal kurz ausprobiert, das ist es Aber hier noch. können wir anfangen, in The Hier können Village wir of anfangen. Trintan. Da können wir anfangen tatsächlich, Ja, genau, und machen wir von das dort aus mal. weitermachen. Oh. Difficulty würde ich tatsächlich auf normal Ja. lassen, ne, weil ich glaube. Okay, Trant, du bist. Ah, drück mal Ich auf. bin der Rote Okay, und ich drücke auf und du Start. der Ich bin Blaue, jetzt okay. der hier. Ich kann mir Fighter, Elf, Thief, Dwarf, Magicku und Cleric aussuchen. Das sind Magicku. wahrscheinlich richtige Klassen von Dungeons and Dragons. Ja. Ich nehme mal den Magicku. Ich den langweiligen Fighter. Ja. Übrigens, ich werde gleich mal. Ja, das ist so eine Cutscene dort am Anfang. Ja. Ich würde ganz gerne einmal ins Menü kurz gehen und da ist wohl vielleicht die Empfindlichkeit bei mir da, aber ich mag es nicht, wenn diese Kantenglättung dann mit dabei ist bei den alten Ja, Games. stimmt, die mag ich Da auch will ich nicht. lieber tatsächlich die Pixel Ja, sehen. muss schon ein bisschen grob Es aussehen. gefällt mir schon ein Ja. wenig besser. Ja, ich bin. Was? Oh! Scheiße, ich habe Pfeil im Bogen, was soll die Kacke? Oh, Moment, wir haben auch die. Ne, wir haben die falsche. Die Steuerung müssen wir auch Okay, umstellen, ich mach glaube das ich. mal. Mach du erst mal. Nein. Okay. Ja, die Steuerung ist nicht allzu komplex. Springen. Angreifen und es gibt zusätzlich aber noch ein Inventory und ein Benutzbutton, dass man sozusagen auch wie aufgenommene Tränke und Zauber oder Jetzt sonst was du. verwenden kann. Helfen Options, Controls. Also ich möchte Jump X, Jump A, Attack X,
Use Dreieck oder Epsilon und Inventory B. Okay. Resume. So, ja, schon besser. Ja, ich bin der Magier hier mit dem dicken Staff. Man kann, wenn man zweimal nach vorne drückt, so laufen. Ne? Oder bei mir ist es ja Fliegen dann angesagt. Hä? Was war das? Ist so blöd hochgehoben, ich dachte, macht sie auf. Also vielleicht. das ist vielleicht wie bei Secret of Mana, da hast du die Kisten ja auch nicht aufgemacht, indem du sie aufgemacht hast, sondern der Held hat sie genommen, geschüttelt und dann auf den Boden geschmissen, damit die aufdeppern. So ein bisschen so, was ist denn da alles Schönes drin? Ey, ich hatte vorhin den Dieb mal. Ja. Und da konnte ich so dashen und ich check nicht, wie das geht. Also zwar nach vorne? Ja, ja, rennen, aber es gab noch so eine Dash-Attacke, so ein Slide, weiß ich nicht. Achso, probier mal Hadouken mit dem Jump-Button. Lava. Hä? Mach mal. Bei mir geht das. Oh, tatsächlich. Vielleicht, krass, ey, vielleicht ist es vielschichtig. Vielleicht ist es auch nicht unbedingt Hadouken, aber zumindest diese Bewegung funktioniert. Also unten, unten, vorne, vorne und ein Sliding. Ja, ich habe auch schon von beim Antesten kurz gemerkt, dass es durchaus, obwohl du nur zwei Tasten gefühlt hast, relativ komplexe Sachen dort gibt. Das sind zum Beispiel hier Eulenbären. Da steht ja auch der Owlbear. Tatsächlich. Halb Eule, halb Bär. Scheiße, wir werden. Ach du, oh Mann, Pfeilhagel. Penner. Jetzt kommen wir von der Seite. Ey, bin ich schon tot? Alter, ich bin schon tot. Das gibt's ja gar nicht. Ich habe gar nicht aufgepasst. Jetzt habe ich. Ist das ein anderer Magier? Der sieht irgendwie anders aus. You dare rise against us? Come to me, my warriors. Mhm. Yes, sir. Gefährlich. Gefährliche Goblin-Streitwagen. Go, go faster, you dogs. Springen! Hä? Okay. Wieso bin ich denn jetzt geduckt? Das ist auch blöd. Okay. Ah, das ist noch. Das machst du, glaube ich, immer. Ja, es gibt ja auch ein paar Cutscenes sozusagen hier gefühlt drin. Und wenn man dort irgendeinen Knopf drückt, wenn das soweit ist. Okay, warte mal, ich benutze Magie. Hier ein bisschen Magic, die natürlich daneben gegangen ist. Jetzt aber. So. Ach komm, du kannst doch. Oh, scheiße. Ich hätte mindestens gehofft, dass er mal reinläuft. Alter. So, jetzt. Was passiert denn hier? Alter. Das lief vorhin aber besser beim Ausprobieren. Ja. Ja, dieser dumme Streitwagen, man muss den irgendwie erwischen. Das ist ey, ja mal ernsthaft. Dumm. Teil des Warriors. Aber ich lebe ja noch oder was? Nee, ja, doch, ja, doch, doch, doch. Irgendwie der Magier ist wirklich nicht so gut geeignet dafür. Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Mein Zwerg okay, hat mit seiner. Mit seiner Hellebarde irgendwie da richtig. Ach, verdammt nochmal. Und der springt auch ganz komisch, der Zwerg. Der springt weit, aber nicht hoch. Scheiße. Komm. Hey, sorry, da. Gleich. Diese alten Spiele, ey. Ja, du musst auch bedenken, die waren natürlich dafür gedacht, du darfst nicht sofort kapieren, was hier funktioniert. Es soll einfach genug aussehen. Und pack mal nochmal den Euro oder die Mark oder die Drachme da noch extra rein. Okay, wir kriegen sie aber hin. Ja gut, ich habe eine Special Attack gemacht. Es gibt auch eine Spezialattacke, wenn man Jump und Attack gleichzeitig drückt. Okay. Die zieht aber leider Energie ab. Hier, mein Wirbel. Oh, genau. Aber vielleicht kann man das. Wir haben nicht mehr viel jetzt. So. Ah, noch ein. Oh, Entschuldigung, soll ich nicht sein. Das kann dann jemand rausschneiden. Aber den haben wir immer noch nicht. So, jetzt aber. Okay, komm. Oh, Geld. Das muss ich gleich nochmal machen, dieses Aufheben. Ja, bei dem Fighter sah es eben so lustig aus, als hätte er immer so schnelle Finger dann so. What? The War Machine? Oh nein! So wie ist der hier, der Coyote mit dem Roadrunner. Ich muss da tatsächlich noch ein bisschen reinkommen. Ich glaube, es ist ganz cool, dass es so viele verschiedene Fighter gibt, dass man gucken kann, welcher Stil einem selbst am besten gefällt. Warte mal, ich nenne meinen Bubsi. So. Wie die Katze. So. Kennst du noch Bubsi the Bobcat? Ja. Habe ich zu Weihnachten mir gewünscht, ich war dumm. So, end. Zoff Bubsi. Das finde ich doch gut. Ja, und hier levelt man tatsächlich auch auf als Anleihe zu den, ja, zu Dungeons and Dragons anscheinend. Mhm. Was das bei einem Beat'em'up, was du sowieso dann durchspielst und dann wieder vorbei ist, für das bringen soll, weiß ja auch nicht gerade. Story ist auch schön komplex, ja, Monster sind da. Mhm. Und, oh, jetzt müssen wir die Zoff und Bubsi müssen die Republik verteidigen.
nach Glantri. Was man hier auch machen kann, manchmal gibt es so Gabelungen bei Levels. Ne? Je nachdem, was wir auswählen, okay, dann ist der Level unterschiedlich. Wir sind dann bei Level A und Level B sozusagen von der Stage. Ist auch so ein bisschen rollenspielmäßig, ne? Genau, also dass der gleiche... Okay, warte mal, was gibt's denn? Travel by Boat? Klingt schon mal gut. Okay, dann lass doch Boat machen. Ja, okay. Ja, dass es nicht so langweilig ist, wenn man das dann einmal komplett durch hat, ne? Dass da unterschiedliche Stages sind. Ich glaube, die heißt jetzt auch 3A oder 3B. Ey, müssen wir das... Ich check's nicht. Ach was? Ah, scheiße, es gibt Random cool. Encounters. Okay. Die haben es tatsächlich geschafft, in den Beat'em'up Random Encounters reinzutun. Erinnere mich gerade auch ein bisschen, es gibt so einen Abschnitt in Final Fantasy 6 oder Final Fantasy 3 US, damals auf dem Super Nintendo. Da bist du auch auf einem Floß unterwegs. Und da gibt es tatsächlich so Random Encounters, wo du so bei Gegnern reinschwimmst. Das hat mich gerade ziemlich daran erinnert. So, Zwerg. Zack, 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 zack. Der ist gar nicht mal so schlecht. Mal sehen, was kann ich mit dem Ring, wenn wir den hier machen, Dagger werfen. Ja, das raff ich auch nicht so ganz, ey. Also der, je nachdem, was für einen Charakter du hast, mit dem Magier kannst du zum Beispiel verschiedene Zauber auswählen. Oh, ja. Und da geht's weiter. Der schwarze Drache. It's a black dragon. There's no way to beat him. Let's retreat to the ship and make sail. Okay. Oh, dann. Wir müssen an dem vorbeischwimmen. Wie jetzt? Brauchst du was? Ja, wir müssen uns... Wie, können wir beide lenken oder was? Also ich lenke zumindest. Lenkst okay. du? Mach mal nichts. Wie jetzt? Ah. Ich check's nicht. Ah, wenn man darf sich nicht vom schwarzen Drachen erwischen lassen und wenn man dann in irgendeinen Gegner reinfährt, muss man encountern. Und hat vielleicht diese 20 Sekunden nur, um die zu besiegen, weil ansonsten erwischt einen der Drache. Oder muss man 20 Sekunden durchhalten? Vielleicht das. Okay. Runter. Oh. Ah, okay, ich check's, ja, alles klar. Okay, und wir haben's. Hast du sehr gut gemacht. Es war mehr Glück als Verstand. You hear a voice from somewhere. The Immortal Avatar, oder the Immortals Avatar, hörst. I entrust everything to you. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich auch nicht. Okay. What do you wish to know? Legendary Sword, Ultimate Magic, about the enemy? No thanks. No thanks, machen nur Idioten. Das liegt dir schwer, ne? Das hört sich ein bisschen geiler, ne? One swing of the sword will bring fiery destruction. One blow from the sword, freezing doom. Swing once and the sword will bring lightning. Okay, also. They say that. Es gibt drei verschiedene Schwerter. Und der Held Erling hat ihn benutzt, um den dunklen Drachen zu erschlagen. Wahrscheinlich muss man es nochmal durchbilden, um die ganzen Texttafeln dann zu lesen. Ja. Ach, du musst hoch, hoch! Scheiße. Ja. Verdammt. Oh, aber hier so Wasser. Männer. Da gibt es auch einen so bei Tekken oder so, gegen den man kämpfen kann, ne? Nee, Soul Calibur ist es. Lizard Man oder so. Ja, stimmt. Hier ist es ein Troglodyte. Ey. Gibt's auch irgendwie Health-Items? Ich halte nicht mehr lang durch. Oh fuck, was war das denn? Der brennende Geldbeutel. Ja. Ein Kalua mit brennendem Öl oder so. Health-Items sollte es geben. Irgendwo musst du noch das klassische Item eben, ne? So die Schweinshaxe oder so. Die rumliegt. Okay, haben wir es geschafft oder nicht? Ich darf nicht mal mehr das Geld aufheben. Look, it's a Black Dragon. Schon wieder. Schnell, schnell, schnell. Wow. Scheiße. Ah, fuck, ist nicht tot. Hab ich noch mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du hier auch. Wow. Okay. Oh, Alter. Alter, was soll das denn? Kann man überhaupt lenken? Ich kann nicht lenken. Man kann anscheinend lenken, aber ich weiß nicht, bei wem es dann landet immer. Also ich konnte dich, glaube ich, gerade lenken, das Floß, obwohl ich dann schon gestorben war. Ah, okay, dann musst du das wohl immer machen. Also ich kann nichts machen. Okay. Oder vielleicht ist auch nur der Eindruck. Dass ich dafür Energie verloren habe, so eine Scheiße. Ja. Ich habe ein bisschen den Eindruck, du hast hier vielleicht unendlich Continuous verglichen mit, dass du jetzt keine Geldmünzen reinwerfen musst. Okay, dran vorbei. Dran vorbei. Dran vorbei. Was hast du jetzt genommen? Ist das auch ein Fighter oder was anderes? Das ist der. Scheiße, das. Ja, ist auch ein Fighter. Die sehen teilweise auch unterschiedlich aus, ne? Nicht nur, ja. Ich habe eine leicht andere Rüstung und andere Haare. Die haben schon ordentlich Aufwand da reingetan, finde ich, ne? Für ein Ding, das, wenn du es richtig kannst, wahrscheinlich nur 20 Minuten dauert. Das ist schon echt super simpel am Anfang, aber da steckt doch mehr drin, als man denkt.
Also schon allein diese Dash-Moves finde ich ganz cool, und was man alles aufsammeln kann und diese Level-Ups und Wahlmöglichkeiten. Ich habe zuletzt nochmal Final Fight 2 auf dem... Alter! Wir haben es gerade noch so geschafft. Oh, wo sind sie hin? Glück gehabt. Steht denn da was? Oder kann ich das Schild wenigstens kaputt machen? Nein. Ey, wie nutze ich ein Item nochmal, Mann? Du wählst es aus mit dem... Das ist doch scheiße, ey. Du wählst es aus mit dem Ringmenü über B und nochmal drücken, damit es sich dreht und dann Dreieck oder hier Y. Ja, okay, aber... Damit hast du es benutzt, ja. Bottle of Oil? Was ist denn das alles für ein Quatsch? Hier, guck mal, ob du ein bisschen Energie bekommen kannst, ob hier was drin ist. Nur Geld. Ja, genau! Eine Falle! Dann komm wieder zurück. Dann nimm dir wenigstens das Item, was dich gekillt hat. Das ist noch ein Item? Ich glaube, nee, das ist voll. Ach, du kannst entweder aussuchen, ja, eins du von musst beiden. Eins nehmen, ja. Ich bin voll. Und zieh mal an, okay, ich kann blocken, das ist vielleicht auch ganz praktisch jetzt. Hammer Arrow. Oh, Alter, was passiert denn hier? Ich schmeiß das mal hier. Ja. Scheiß auf die Krebse. Lecker Langusten. Skorpion. Ja, ja. Das sind also Skorpione, die waren so groß wie. Oh shit. Scheiße. Der Mann-Skorpion. Oh, ich hab geblockt. Scheiße, das ist tatsächlich halb Skorpion, halb Mann. Und er blockt auch, ne? Alter, oh. Was ist denn das? Ah! Oh, Scheiße. Alter, ich auch! Ich raff nix, ey. Brauch den Magier, Mann. Der Magier ist cooler. So. Zack. Du dummer Skorpion, nochmal. Oh, Scheiße. Shit. Aber er ist leider ein bisschen schwach, der Magier auf der Brust. Okay. Nein! Also cool. Das war ich. Das ist ja mega krass. Ja, ich hab keine Ahnung, was es gebracht haben soll, aber. Komm, Mann, Skorpion. Scheiße, nicht. Wenn er springt, der Skorpion, dann macht er so eine Schall- oder Druckwelle unten. Oh shit. Okay, nochmal. Solange man sagt. Ich raff nix! Scheiße. Ey. Nochmal. Okay. Scheiße, der hat noch viel Energie. Weg. Das wird nichts. Das ist ein dummes Fläschchen guck mal, hier. Er ist jetzt... Seine dummen Handlanger, ich reg mich gerade auf, echt, ey. Verdammt! Hat ich abgestochen. Arschloch. So. Und, komm. Yes! Okay, da habe ich jetzt eigentlich nichts dazu beigetragen. Ich auch nicht wirklich. Ich hätte ihn ab und zu mal mit der Magie erwischt. Man-Scorpion. Sonst schon ist die Japaner einfach frei heraus und sagen, das ist ein Man-Scorpion. Please enter your name. Oh, ist das wieder... Erich. Haben wir doch schon. Aber wahrscheinlich deswegen, weil wir gestorben sind. Weil wir Continue gemacht haben, ja. Erich der Wikinger. Ups. Okay, ich darf nicht irgendwas. Das anscheinend nicht, nee. Er hat aufgeladen, he learned reverse gravity. Oh, eine holde Markt. Ein Shop? Ja, du bist F. Die F-Hand. Also, ich kann wahrscheinlich nur Items kaufen oder was? Und ich kann. Oder muss ich. Achso, nein, ich hab. Das sind die Sachen, die du oben hast und du kannst entweder in die Mülltonne werfen oder dir was Neues kaufen. Wie zum Beispiel. Oil. You do not have enough money. Achso. Okay. Kaufst du's? Nein. Okay, ich kaufe Sachen, merke ich gerade. Ja. Ich habe einen Hammer gekauft. Achso, hast du? Ich habe 45 Goldstücke und nicht so gut wie nichts. Bei mir sagt er. Jetzt habe ich Öl gekauft. Okay. Ich hau auch ab. Mir reicht's. Stell dir vor, der spielst auch noch zu viert und vier Finger sind da gleichzeitig und alles. Hallo? Achso, gut. Ah, wir sind angekommen in Glantry. Und der Prinz aus Glantry, da, dunkles Omen, Shadow Elves, mal gucken, was die Schattenelfen so tun. Gleich mal 3 Milliarden Fantasienamen, obwohl, wenn man Dungeons & Dragons Fan ist, hier mit dem Luftschiff gerade,
das einem bestimmt bekannt vorkommen. Vielleicht. Ja. Hier, Eingmoor. Eingmoor ist die Kacke am Dampfen. Okay. Ah. Oh, die sind gleich Toast. Ja. Ein Glück, dass wir rechtzeitig rausgekommen sind. Wir hätten hier bei der Collection übrigens, wie bei den anderen von Capcom, auch die Option gehabt, das in einem anderen Rahmen zu spielen, zum Beispiel auf Vollbild dann gezogen, oder dass du so einen künstlichen Spielautomatenrahmen drumherum hast, das so aussieht, als ob der Bildschirm da eingebaut ist. Das kann man in den Optionen einstellen. Ist aber als nette Spielerei ganz cool, für dauerhaft ist es ein bisschen strange. Alter, warum schießt der denn immer auf mich? Ey, was soll ich machen? Okay. Wirf die Kiste. Oh, ein Harpy. Ich hasse die Harpien. Ja, komm doch ruhig rein. Ist der nächste zurück? Ich glaube schon. Verdammte Gunnar. Sag doch mal kurz Hallo Gunnar in die Kamera. Ey, Bruder. Und Schröck kann seine Frisur mal zeigen. Wer will hier die Harpie bekämpfen? Ey, Mann, so wird das nix. Hätte auch gleich Eddie spielen können. Vielleicht können wir die Grafik dazu anleiten, dass sie austauscht. Oh, ist das der Wind hier gerade? Verdammt. So. Ey, Mann, ich bin für so ein Spiel nicht gemacht, viel zu kotzen gerade. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, weil wir tatsächlich wohl sehr viele Continues dort haben. Du musst hier wohl gleich im ersten Level verlieren können und dann sagen, Moment, nee, ich muss das erstmal lernen. Aber so ist der Lernfaktor nicht ganz vorhanden. Wenn man natürlich immer wieder eine Geldmünze reinwerfen kann, sprichwörtlich. Boah, jetzt hat er aber was hier los, ja, was er verloren hat. Schau dir das an. Ich hab ihn da, wo ich ihn oder sie haben will. Verdammte Harp hier. Alter, komm ich. Aufgenommen. Ja, ich bin tot. Shadow Arts. Die Diebe. Oh nein, hier wieder der Feuerball. Der ist halt der Nervtoll. So, da. Alles klar. Ich habe jetzt mal den Dieb genommen oder die Diebin. Ich auch. Kann einen Double Jump machen, das ist ganz praktisch. Ah, okay. Sonst noch was? Keine Ahnung. Nee. B. Bedel. So. Weil du auch einen neuen Charakter genommen hast. Wie mir nicht mehr irgendein Wort einfällt. Wurst. Wurstbedel. Ever. Oh, jetzt ist. Oh, guck mal, auch diese Fake 3D-Sicht hier. Mhm. Cool ist es schon, nur leider sehr unübersichtlich. Ja. Ich glaube, für die Leute, das sind ja solche Sachen, wenn man sich damit gut auskennt, Alter, dass du es mehrfach wirklich immer wieder durchspielen kannst und dann neue Wege, neue Kombinationen, deine Charaktere vielleicht auflevelst. Und gerade jetzt mit Xbox Live-Unterstützung, dass du jetzt nicht immer. Oh, scheiße, ich habe meine Kinderstern verballert. Zusammenkriegen musst. Ja, das ist doch cool. Alles klar. Tschum, tschum, tschum. Einkreisen und Kessel. Hat der Gegner gesammelt. Ihr könnt auch gerne wieder vorbei. Hey, wir müssen mal wieder reden. Wir müssen reden, ist es soweit? Ja. Ja. Bist du denn noch hier? Ja, gleich. Ja. Wir sind noch gut beschäftigt für ein paar Minuten. Ja, wie lange spielen? Halbe Stunde ungefähr noch. Okay, dann müssen wir vielleicht hier. Ja. Was ist denn das? Weiß ich, irgend so eine hässliche Scheiße. Ach, da ist es ein Dranks. Ja. Kenn ich noch. Hast du gleich erkannt. Er steht da unten, gell, zweimal. Ja. Naja, theoretisch ist es eben ein Vier-Player-Game. Deshalb. Aber ihr habt keine weiteren Freunde. Er ist super schnell. Nein, wir brauchen keine weiteren Freunde. Hab ich früher auch immer gesagt in der Schule. Ja. Ich brauch gar keine Freunde. Und guck mal, wie du geendet bist. Unfassbar, wie es mich nervt! Oh, endlich hat man das Ölfläschchen getroffen. Ja. Ich hab da auch welche. So.
Und die blöden Items rutschen auch nicht nach, wenn eins alle ist, weißt du? Ja. Ja, okay, ist vielleicht auch nicht so schlecht, dann verplemperst du es nicht, aber das Auswählen ist auch super nervig. Oh Mann! Also jetzt hat er so Schattentricks auch noch. Wir landen. Curse you. Ja, jetzt seine echte Power, danke sehr. Ey, bist du deppert? Alter, was? Hahaha. I'm tired of this game. Okay, das gehört wohl dazu. Ja, ja, man muss die Energie fast komplett verlieren und jetzt. Da kommt unser Freund Richard von Weizsäcker. Mir genau dasselbe macht, ja. Was er mit uns gemacht hat. Oh, das ist der Gute, aber das ist eine Schattenversion von dem Endgegner hier. Oh Mann, das wäre eine spannende Cutscene. Ja. Und Tellarin ist entkommen. Jetzt ist mir schon egal. Okay, Norman Sword. Ja, du hast deine Diebin aufgelevelt. Und ich habe meinen Fighter aufgelevelt. Wir müssen nachher vielleicht mal gucken, wie oft wir dann Continuous benutzt haben und dann gegnerin, wie viel Geld wir verschwendet hätten bis hierhin. Mhm. Da lohnt sich das wahrscheinlich, wenn man das eher über Xbox Live spielt. Are you okay? Buster Wolf? Oh Gott, ich habe wieder nichts verstanden. Hey, check the map. Ein großer Baum oder eine Festung? 5a. Oh, schön, ich mag so Pflanzenwelten. Bin ich immer noch die Diebin? Ja. Ja. Ich hoffe, dass man hier nicht so abstürzen kann. Ja. So Battletoad-Style. Hä? Achso. Ja. Ah, scheiß Mücke. Alter. Machen die Mücken irgendwas, oder? Eine von denen mit dem Pfeil erwischt. Das war cool. Zack. Ring Spell of Turning? Ah, hör auf, ich will es ausprobieren. Oder. Ich check's echt null. Ja, aber gerade fühlt sich mehr wie so ein normales Beat'em'up an. Ja. Gegner kommen und zerkloppen. Was ist das da hinten? Eine Riesenmuschel? Ja. Oh, Alter, ein Beholder! Ja, stimmt, so heißen die. Ja. Kenn ich doch irgendwo her. Ja, Eye of the Beholder, das Spiel. Ah, okay. Vorhin gab es auch bei Dragon's Dogma. Ja, ey, das ist ein Klassiker von Dungeons and Dragons. Ich glaube, das ist fast schon eine der bekanntesten Figuren, dieses fliegende Riesenauge. Ist ja ganz angenehm, dass er immer an mir vorbeischießt. Okay, jetzt mal nicht. Ja. Beholder ist natürlich der Betrachter auf Englisch. Mhm. Und im Auge des Betrachters, also. Okay, ich hab wieder versagt. Ein Charakter, der auf einem Wortspiel basiert. Oh, der ist ja lahm, der Magier. Der kann aber gut die Magic eben. Oh, Magier nehme ich immer ungern. Voll scheiße. Die sind hier echt nicht schlecht, nur die sind ein bisschen schwach auf der Brust eben, wenn du nicht gerade die Magie verwendest. Was für eine Magie? Wo ist hier eigentlich? Wir sind eingeschlafen worden. Alter. Geschläfert worden. Eingeschläfert. Hier mit ihren Blubberblasen. Ey, aber guck mal, wir haben ihnen quasi die Augen weggesäbelt, ne? Guck mal, wie die da unten rumliegen. Ein bisschen Sabber. Ach nee, das ist Gold. Kein Sabber. Wir haben sogar Restzeit über gehabt. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wir kriegen so langsam das Gefühl dafür. Nice Fall. BCD. So. Ups, ich will immer auf Start drücken. Labo. Alter, ich will auch schon. Muss auf End gehen. Wieso Level 16? Habe ich jemals schon Level 15 gehabt? Mit dem einen Charakter bestimmt. Aha, ist das jetzt eine Dunkelelfe hier? Okay. Ein bisschen Öl, ein bisschen Health. Ich habe nichts mehr. Was, das ist Health? Ja. Potion of Healing. Ach, das ist ja nett. Ja, cool. Klar, kaufe ich. Oh, ganz schön teuer. Ja. Schweine. Hast du ziemlich dein ganzes Geld dafür verprasst. Come back again.
Boah, was ist hier los? A huge tree over 1000 years old rises at Bleu. Schweinenase ein bisschen. Diese Bösewichte immer. Ja. Diese ein arrogant anlachen. Hahaha, ihr habt keine Chance. Das Böse wird bald erwachen. Es ist sehr amüsant für mich. So. Ach, oh, was ist denn jetzt los? Ein Manticore, die kenne ich doch auch. Ups. Alter, weg, einen weg. Nix. Finde ich auch scheiße, dass die Gegner dann anhalten, wenn du mal Magie machst. Jetzt, der müsste aber treffen. Der ist vielleicht krass ausgewichen. Ich mach mal rein. Oh, super. Wo habe ich das alles her? Oh. Ja, du hast drei Magie gleich. Du kannst aber auch auf andere Magien wechseln, wenn du noch welche hast. Ja, ich habe aber meine coolen Dash-Moves nicht mehr, merke ich. So im Nahkampf immer ein bisschen. Ja, du kannst den Hadouken-Slide noch machen. Ja? Ja. Okay. So gut, ich glaube, wir haben ihn in der. Nicht mehr, scheiße. Ah, der geht nicht mehr. Dann obwohl, ja, doch, doch, ja, doch, doch. Okay, cool, ist aber nett. So generelle Richtung. Okay, vorsichtig. Boah. Was war das? Verdammt! Aufzug! Levitation. Gleich nochmal. Oh, Ghoul. Ghoul mit G. Ghoul. Oh, was? Aufpassen, der macht gleich. Skin of Manticore. Gibt's auch Items zum Auffangen da hinten? Ah, okay. Oh Mann, ey. Da, was ist das? Ja, das ist ein bisschen Geld. Aber das finde ich auch scheiße. Warum lässt du mir nicht noch eine Sekunde ein bisschen mehr Geld aufzusammeln? Gibt überhaupt keinen Grund, sich so zu beeilen. Spackending. Nice fight. Ist mir doch egal. Beat. So. Okay. Dann machen wir das Ding da unten. Ey. Muss ich die erstmal hochheben oder so? Okay. Das bedeutet, die. Was machen wir da? Es geht ihm auf. Die halbe Stunde wäre vorbei hier. Die Frage ist, brechen wir da jetzt ab und probieren das zweite Spiel aus oder machen wir erstmal weiter? Ich habe fast das Gefühl, wir sind schon so weit gekommen. Ja, komm, wir laufen nochmal ein Stück hier rein und gucken, wie es hier aussieht. Ja. Dann können wir ja. Dann können wir mal austauschen. Ja. Weil ich bin mal gespannt, wenn das der erste Teil ist, was man sich für Verbesserungen beim zweiten ausgedacht hat. Ja. Ach, die Zauber mag ich ganz gerne hier. Das ist ein bisschen logischer als, was weiß ich, bei Streets of Rage die Airstrikes. Wo dann einfach Polizeiauto kommt und alles mit einer Kalaschnikow kaputt haut. Oh, ich stehe direkt auf dem Feuerloch. Ja. Boah, also, das ist so ein Ifrit, ein bisschen ein Feuer zusammen. Ey Mann, ich habe früher sowas auch echt gern gespielt, Final Fight zum Beispiel. Ich weiß noch, wie ich mich da echt mal am Super Nintendo dran gesetzt hatte. Ich hatte echt viel Spaß mit, aber dann war es das auch irgendwie. Ey, ich spiele solche Zeug spiele ich heute noch gerne. Oder heißt es heute dann Devil May Cry oder God of War? Ja klar, und das ist ja wieder was anderes. Ich meine, diese ganz klassischen, wie das, was wir hier spielen, das also geht irgendwie für mich gar gefühlt nicht ist da nicht so ein Riesenunterschied. Ja, hier ist natürlich so die alte Ebene, ne? Schön wirklich alles relativ simplifiziert, mit Ausnahme dieses Spiels, wo alles überkompliziert ist. Mir hat das auch nie so gefallen mit diesem, dass man sich hier auf einer Ebene hoch und runter bewegen kann. Weil das musste man mit einplanen irgendwie und ich so eine zweidimensionale Ebene hätte mir irgendwie besser gefallen. Mhm. Ach, das fand ich schon insgesamt ganz gut, dass da sowas abgeht. Einfach, weil es ein bisschen anders war als diese so normalen Street Fighter Sachen. Ich habe damals an der Automatenhalle mit Double Dragon angefangen tatsächlich und das war meist ein bisschen zu schwierig als Kiddie für mich. Und da habe ich es auf dem C64 gespielt. Na, was kommt denn jetzt? Da. Oh. Wo die Fee noch was will. Ja, machen wir mal den zweiten Teil. Machen wir mal den zweiten Teil, würde ich sagen. Ja, was ich da getan habe. Ich glaube, wir wollen. Die Spannung muss sich ja auch noch erhalten werden für die Leute, die es dann selber durchspielen wollen. So, Exit Game. Also, das war Shadows Over, Mystara. Mhm. Ja. Dann gehen wir jetzt zu Tower of Doom.
Warte mal, was sind Treasures Found? Burning Oil? Das ist einfach eine Collection, oder was? Ach so, ja, von wegen so Achievements sammeln oder sowas. Vielleicht, die sind ja jetzt auch mit zugefügt worden für die Xbox-Fassung. Cleric? Ja, sind alles. Ah, wahrscheinlich die ganzen unterschiedlichen Items, die du einsammeln kannst. Hast du schon bekommen oder nicht? Und wenn du es bekommen hast, dann ist ein Pfeil dahinter oder ein Häkchen. Tja, okay. Ja, du musst, glaube ich, wechseln, weil du den Player 1 hast. Und was ist Vault? Achso, das sind, glaube ich, dann Concept Art oder so, das kannst du freischalten. Okay, wir haben 80 VP und können das hier anlocken. Okay, dann ja. Dann mal, zeig mal. Gehen wir mal rein ins Concept Art. Das ist einfach nur Artwork, das man sich angucken muss. Das ist aber gar nicht mal so schlecht. Sau spannend. Findest du? Ja, ey. Ich fände sowas immer ein bisschen cooler, wenn man es wie früher von der Disk runternehmen kann, auf dem PC sich angucken kann. Nicht mehr ordentlich scrollt, ey. Okay. Aber wir haben es ja auch verdient, das zu sehen. Da musst du auf Back drücken. Tower of Doom als nächstes. So. Das Zeichen erinnert mich immer so ein bisschen. Ey, Moment mal, gibt es das überhaupt? Was? Das Zeichen in der Mitte? Das ist bestimmt was so hochoffizielles. Es ist alles bestimmt sehr hochoffiziell, aber ich habe ja leider nicht wirklich die Ahnung dann. Mich erinnert es nämlich so ein bisschen an das Taurin von. Aha. Aurin, scheiße, Taurin ist das, was in Red Taurin Bull ist. Taurin ist das, was in Red Bull drin ist, ja. Ja, aber da kannst du ja auch eine unendliche Geschichte. Okay. So, okay, alles klar. Ah, ja, ja, ja. Aber war das nicht mehr so ein Ouroboros, diese Schlange, die du selbst aufrüstest? Ja, genau, so ein bisschen, zwei Schlangen, glaube ich. Okay, dann wieder auf normal. Okay. Okay, hier ist ein bisschen weniger Auswahl, dann ist das vielleicht der erste Teil, ne? Kann ich mir vorstellen. Strength and Endurance hat der Fighter. Ich nehme mal den Cleric. Ja, okay. Power and Resistance. Ja, guck mal, hier sieht es ein bisschen sicher aus. Das muss tatsächlich der erste Teil dann sein. Oh ja! Oh, meinst du? Ja, stimmt. So, wir liefen im Morning. Das ist der Hacker. Der sieht aus wie Hacker, ja, tatsächlich. Ach, unten. Barto. Barto Otto. Irgendwie fällt mir das jetzt schon besser, obwohl wir noch nichts gemacht haben, weil es so ein bisschen klarer ist. Findest du? Ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Oh. Wie machst du das vorstellen? Achso, nein, gedrückt, irgendeinen Knopf einfach gedrückt halten, wenn es soweit ist. Viele Bücher lesen. Kämpfen und lesen. Ja, geht das immer noch mit dem. Mit dem Ringmenü? Nee? Nee. Kein Ringmenü. Oh, toll! Nein, wir spielen den schlechteren Teil am Schluss. Was heißt der schlechter? Vielleicht ist der entschlackt. Diese Hadouken-Moves gehen auch nicht mehr mit dem Viertelkreis. Okay. Die haben mir so viel Spaß gemacht. Kann man eigentlich Gegner grabben? Das war eigentlich auch cool. Ja. Das kommt doch von Final Fight immer. Ja, normalerweise musst du dann einen Gegner einmal stunnen, das heißt einmal hauen, dass er ein bisschen in dieser Warteanimation drin ist. Und dann, wenn du jetzt einen Knopf drücken würdest, würdest du vorspulen. Ah, okay. Ja. In der Warteanimation und dann an ihn rangehen und dann greift er automatisch, dass man ihn werfen kann. So ist es bei Final Fight zumindest. To the town. Ja, ich glaube, wir sollten die Monster lieber aufhalten, wenn er uns schon darum bittet, oder nicht? Okay, ja, wir sind ja gut. Nehmen wir die Berge. Ja. Du findest eine Höhle, die dich ins Herz des Bergs führt. Und irgendwas brüllt darin. Hm. Oh, die Spuren für die Höhle, ja. Ah, da, oh, das finde ich cool. Obwohl, nee, jetzt ist die ganze Zeit licht. Ich hätte gedacht, sonst nur um dich drumherum. Ja, stimmt, hier gibt's doch das Ringmenü nicht, ja. Ja. Das ist auf jeden Fall schon näher dran an, an Final Fight. Auch so mit, dass es so Abschnitte gibt, wo man so hoch und runter ein bisschen geht und hauptsächlich das Hauen, das Laufen gibt's zumindest noch, auch wenn der Hadouken nicht dabei ist. Irgendwie finde ich die Animation hier ein bisschen hübscher. Ja. Kommt es auch so vor, als ob die Figuren ein kleines bisschen größer sind. Aber die Jungs kennen wir auch schon. Ja. Es gibt auch diesen Special Move nicht mehr, der mir Energie abzieht. Hm. Was hat er gesagt? Hollow Moron. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber da musste ich den Special Knopf lange Zeit gedrückt halten. Hier nimm auch mal noch so ein. So. Ja, da geht's lang. Oh, Riesentroll. Warum sind wir so lila? Weil das Feuer. Ich immer das mal meine Scheißmasche auf ihn drauf, alles klar. Nein, es ist nicht. Öl. Ja,
Scheiße. Also hier ist es jetzt immerhin so, dass die Items durchswitchen, wenn sie leer sind. Oh, hast du gesehen, der war ja kurz genommen. Ja, genau. Nicht schlecht. Aber ich bin auch gleich im Arsch. Man kann die Charaktere hier anscheinend auch nicht wechseln beim Continue. Okay. Ganz schön viele Restriktionen. Wow, was ist das denn gewesen? Oh. War's das schon? Oder? Hier, nimm mal deinen. Ah. Ich darf schon wieder nicht aussammeln. Hier ist deine Belohnung. Ach nee, doch nicht. Ah, wir haben das gestohlene Gut gefunden. Otto ist aufgelevelt. Und Bato auch. Aber ich habe weniger Hitpoints bekommen als du. Welcome. Okay, Ich finde, gibt es hier auch eine Zeitbeschränkung. Wo ist ja, mein Geld? Oben links ist die Zeitbeschränkung. 134 SP. Und ich habe 154. Okay, ich kaufe mir hier noch mal einen Eimer. Achso, und Eimer Energie will ich auch machen. Und ein Hammer. Oh, kann ich gar nicht. Kein Geld mehr. Ja, gut, jetzt reicht's. Dass die Hand ganz langsam. Tschüss. Red mit der Hand. If you take the main road, oh, main road ist heftiger, oder was hat sie gerade gesagt? Oh, scheiße, habe ich was ausgewählt? Nee. Nee, meinst du, weil das, da stand oben gerade was, ne? Hat er wohl automatisch gemacht hierhin. Oh, der Eulenbär. Eulenbär. Oh, ich bleib sogar am Baum hängen. Okay. Der schlimmste Feind des Menschen, der Baum. Ich hau die ganze Zeit daneben, glaube ich. Da. Jetzt kriegt das. So. Ich hab dich doch gleich. Oder? Okay. Sie sind man, echt fähig. Wenn man sich irgendwann dann, selbst bei solchen Spielen, so konzentriert. Oh Mann, ich schlag dich jetzt kaputt. Ja. Komm. Eulenbär. Oh, oh. Okay. Ich muss vielleicht mal probieren, weil greifen kann ich eigentlich immer am Geisten bei solchen Games. Gibt's da auch was von dir? Sind immer deine Kristalle dort. Ich will mal einen Greifen- und Piledriver machen. Das war das Beste an Final Fight. Suplex ist ein Piledriver. Oder nee, ich hab's ja gelernt durchs Wrestling-Fernsehen, das heißt Supplessen. Oh, hier. Die Mehrzahl. Da. Oh Gott. Oh nein. Reinhold. Was ist hier passiert? Helft uns. Wir haben ein Biest gejagt und dann wurden wir angegriffen. What should we do? Wir machen es selber, ja. Schönen Umweg, alles das sind nehmen. So die so Wahlen, ja, möchtest du ein Held sein und den Leuten helfen oder gehst du den Pussyweg und dann lässt man die Erwachsenen das machen. Nein, wir helfen schön selbst. We set some traps, so aufpassen, dass wir nicht in die Fallen laufen selber. Oh, extra noch animiert. Oh, ich kann scheiße. Schade, ich kann die nicht greifen. Oh, kann ich nicht. Alles einzeln aufheben. Agathe? Was? Bist du Agathe? Oder? Ach so, ein Gate. Wahrscheinlich. Ich dachte so Tante Agathe oder so. Und das ist ein Gnoll mit der Jetzt habe ich mich selber in Brand gesetzt. Aha, warte los, mal. Ich hau dich. Fuß. Wie lang es dauert, ey? Ganz ehrlich, aber das gefällt mir besser als das andere. Ja, weil es einfach nicht so frenetisch ist. Ja, man kann sich ein bisschen besser darauf konzentrieren, die Gegner zu beackern und hat auch nicht 3 Milliarden Muskeln. Alter, wie viele Beine hat der denn? Tentakelpanther. Roll. 2 Tentakelpanther. Ach du Scheiße. Ja, genau. Naja, wer hätte es gedacht?
Okay. Steh wieder auf. Hab ich dich verbrannt gerade? Oder? Keine Ahnung, ich bin ins Feuer reingelatscht. Achso, ich kann mich untot machen oder sowas mit dem Kleriker. Steht hier was um Training Undead. Striking, okay. Das sind tolle Spiele, ne? Vielen ab, oder? Nee. Die erwischen ihn auch so gut wie gar nicht. Ja, ich merke es auch gerade. Vielleicht muss er zweigeteilt sein, das Displacer Beast. Ja doch, jetzt kriegt er ein bisschen was. Kennst du dich doch aus, Daniel, mit Dungeons and Dragons? Ja, klar, mein Favorit. Ah, so cool. Hätte ich nicht gedacht. War das nicht mal ein Dings, ein Rollenspiel? Ja, das war ein Pen and Paper Gelöt. Aber da gab es von Capcom ein Beat'em'up tatsächlich. Ich bin los. Das ist das Beat'em'up von Capcom? Ja, das kommt als Collection raus für Xbox Live Arcade. Shadows over Mystara und Tower of Babel. Nee, Tower of Doom. Mhm. Doom over Towers. Keine Ahnung. Guck mal, wie sie immer rum. Ich kann nichts machen. Man trifft sie auch nicht, ey. So, komm mal her, da. Das war klar. Das dumme Biest. Da muss ich ein bisschen rumhopsen lassen. Trans-Otto. Ja. Trans-Otto. Das schlagt ja auch übernehmen. Ey, so qualifizierte Kommentare kannst du sperren. Spannend. Ah, guck mal, jetzt ist er zweigeteilt. Nee, ist er nicht. Der war aber eben zweigeteilt. Ja, wir müssen warten, bis jetzt. Nee, müssen wir nicht, ne? Mann! Ey, du dummes. Ja, auch hier nichts funktioniert so! So, ich habe jetzt irgendwas benutzt. Heiliger Streitkolben. Ich bin tot. Ja, und das meine ich hier mit diesen Ebenen, was mich immer so ein bisschen nervt, weißt du? Du weißt, du musst halt irgendwie auf du musst schon Schatten genau gucken, damit du weißt, auf welcher Ebene du gerade bist. Das nervt mich immer. Ey, sei froh, dass dieses Spiel überhaupt Schatten hat. Ja, ja. Das war ja auch jetzt, nicht. Jetzt. Ja. Arschloch. So. Ja, ja. So, und jetzt einmal. Ah, der lebt ja noch. Bald nicht mehr. So. Yes! Oh, schnell aufsammeln den Shit. Scheiße, ich kann die Hitpoints nicht. Ja, Jungs, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Ja. Geht das hier noch? Was sagst du in die Uhr? 18 Minuten geht das noch. Ja, vielleicht bin ich ja noch da. Vielleicht bist du ja dann noch da. Und kannst die spannende Konklusion dieses Spieles erleben. Äußerst spannend. Vielleicht kommst du nicht rüber, aber ich habe schon irgendwas so ein bisschen Spaß damit. Mhm. Ich mag aber auch so simple Scheiße ganz gerne. Die Händlerin ist gealtert. Nein, es ist eine andere. Ich hoffe, das ist eine andere Händlerin. Ich habe auch kein Geld mehr, um was zu kaufen. Okay. Ich auch nicht mehr. Wirklich, Exit. Ja, halt die Schnauze. Ich will aber nur Monster verkloppen. Oh, jetzt ist wieder Schiffsfahrt oder was? Ah. Mhm. Oder ist das sogar unter Wasser? Nee. Nee. North of the Abyss. Ach, weil das Schiff wird angegriffen von den, ja, von den Meermännern. Ich klaue erstmal alles, was hier gibt. Oh, GL. Oh, bewusst. So, ich schmeiß einen Hammer auf die. Oh, nee. Brennbares Leder. Was auch immer die da werfen. Hilf! Oh, okay. Oh, ich habe jetzt zwei Items Hold Person. Kann ich aber machen. Okay. Warum kann ich das nicht aufnehmen? Ich glaube, entweder der ist auch immer gebraucht. Guck mal, unsere Experience da wird auch angezeigt, ne? Wo? 4832 hast du und nicht 5382. Was genau meinst du? Na, über der Energieleiste ist eine Experience-Anzeige. Ach so. Hold Person. Ah, okay. Alles klar. Ah, okay, das ist Hold Person. Das hätten wir beim Boss gebrauchen können. Nicht bei dem dummen Troglodyte. Dein Gesicht. Oh. Schon alles fallen. Dicke Stiefel? Nee. Ich kann nicht mal eine Kiste hauen. Oh nein. Die Schätze werden bewacht. Oh, ich hab noch einen Hold Person. So. Cool. Ich hau drauf.
Okay, ja, und ich, dann übernehme ich den Goal hier. Ja, daneben geschossen. Continuing right. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ja. Nein. Noch eins. Was auch immer das gebracht hat. Vielleicht kann ich die aufnehmen, weil ich so ein Kleriker eben bin, der auch Magie macht. Ja, das kann sein. Stimmt, es ist in seinem Zauber. Cure Wounds. Oh, ich bin tot. Oh, ich heile mich. Scheiße. Ja, aber auch nicht so viel. Ja, auch nicht so viel, ja. Boah, ich habe gerade sein Wurfding dann weggehauen. Ey, nein, 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 ich brenne. Ich muss mich nochmal heilen. Ah, wie so eine Dusche. Eine Dusche mit Energie. Okay, oh. Okay, der hat zugehört. Oh nein, noch eine Leiche. Okay. Wie mache ich das immer? Da werfen. Okay. Ja, stimmt, kann ich auch nehmen. Dann geh halt auch weg, du Scroll. Okay. Dennis, viel Erfolg. Werden wir auf dem Weg ins Dungeon vorbei. Nein, nein, aus dem Dungeon raus, Mann. Bestenfalls. Ja, sollten noch. Ich kann sie dir auch gerne geben, wenn du sie irgendwie brauchst. Alter Mann! Ja, schick mir doch eine Mail und ich kann dir vielleicht rübergeben dann. Weißt du, es könnte mir doch die Sohn schauen? Ja, kein Problem. Krieg alles hin! Ciao! Ciao! So, habe ich denn Sticks to Snakes. So. Scheiße. Nein, bring mich nicht um. Jetzt bin ich im Arsch. Ah, sehr gut. Ich habe Stöcke geworfen, da sind Schlangen draus geworden, die Gegner aufessen. Okay. Da siehst du meine Schlangen nicht. Wo geht's weiter? Oh nein, ich muss sie zurücklassen. Oh. Oh. Und die? Oder der Snakes. Erinnert mich an die Hexe aus die Legende, kennst du? Ah, ja. So stimmt, die Hexe. Die so ekelhaft sah die aus dann. Oh Gott, meine Schlangen beißen den Trolley. Oh, jetzt sind sie tot. Okay. Verdammt, nein. Okay, das läuft ganz gut. Oh nein. So. Ja, komm halt rein ins Bild, Mann. Oh shit, Alter, ich muss weg. Ah, jetzt war nicht. Scheiße, ich habe mich selbst gekillt. Wer hätte denn gedacht, dass ich in mein Feuer reinlaufen kann? Ja, das ist mir auch schon mehrmals passiert, so wie hier. Komm, lauf rein. Selber nicht reinlaufen. So. Das schaffen wir doch jetzt wohl noch. Komm. Ja. You defeated the troll. Achievement unlocked. Er heilt sich wieder. Oh nein. Oh, wie ich das hasse. Oh. Guck mal, während wir drauf haben, heilt er sich. Ja, wir müssen ihn. Ich hab mit dem nächsten Schlag nicht mehr Arsch jetzt zum Beispiel. Nee, ich kann ausgewichen. Ich hoffe, er heilt sich nicht nochmal. Look, his wounds are healing. Scheiße, oh, muss, fuck, was können wir muss ich irgendeinen Zauber benutzen oder so? Das ist bestimmt wieder was Geskriptes. Ja. Oder ist es irgendwas, wir hätten darauf achten müssen, ein bestimmtes Item verwenden. Ja, was habe ich denn? Turning Undead? Turning Undead vielleicht. Ah, da. Wir kriegen Support oder was? Geil. Boah, krass, zerfallen. Mann. Ihr müsst doch einen Troll verbrennen, um ihn zu besiegen. Das wisst ihr doch. Ja, jetzt wissen wir es. Habt ihr das ja nicht in der Abenteurerschule gelernt? Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, wenn ich mal irgendwann abends auf so einen Troll treffe, ja, immer schön Flasche Molotow
dabei. Mhm. Mensch, ein Hitpoint hat's gebracht. Oh. Corvin Linton. Bestimmt auch jemand ganz Großes und Wichtiges. Will you free us? Natürlich werden wir es zerstören. Oder wir werden unser Bestes versuchen. Ach komm, wir werden es zerstören. Vernichten werden wir es. Was hast du tatsächlich? Ich hab für dich jetzt einfach mal mitentschieden. Okay. Wir werden die Welt retten, habe ich gesagt. Ja, alles klar. Und wenn nicht, ist deine Schuld. Magical and Will. Da gefiel mir aber die Holde Mark besser als diese. Okay, ich habe wieder ein bisschen Geld. Was ja, kaufe gut, ich kauf dir mal Energie. Das habe ich nicht mehr. Das bringt auch so gar nichts, weißt du? Held ist sau teuer. Ja. Und es füllt dir einen Zentimeter auf. Da musst du dann denken, der beim nächsten Schlag eh wieder weg ist. Wenn du dann keine Euros mehr übrig gehabt hättest oder D-Mark-Schnitte. Ja, genau, man muss ja immer in Automatenmaßstäben denken. Ja. Das ist, oh, selbst ein bisschen Health, cool. Mhm. Oh, das ist quasi Geld, was wir ja, schenken. Ja, es ist wirklich ist pure Pfennig, kannst du es dann abzählen. Okay, wir sind im Sumpf. Also auch versucht, hier Nebel zu kreieren und ich kriege gleich epileptische Anfälle, weil es mir so flimmert. Ja, statt Transparenz ist Flimmern, ne? Ob man das im Video dann noch sieht. Ja, es kann durchaus sein, dass man es vielleicht nicht damit kommt, von wegen so Halbbild und alles, aber ey, das ist gerade nicht schön hier. Nee. Okay, ich bin im Arsch. Ja, das war's. Boah! Oh, den kennen wir hier. Ist das der schwarze Drache? Ja, das ist der schwarze Drache, der verfolgt hat. Alter. Ey, ich glaube, habe ich jetzt eben so viel verloren? Wahrscheinlich. Ja. Oh, er fuchtelt mit seiner Kralle. Weil er so schwarz ist. Was, wie habe ich das gemacht? Ey. Ich werfe auch in die falsche Richtung. So. Und der bewegt sich auch nicht mal so richtig. Doch, ich habe ihn gerade kurz mal erwischt mit dem Hammer. Ey, wie wenig das abzieht. Alter. Hammer. So. Hammer ins dein Gesicht. Er bewegt sich auch kein Stück. Oh Mann. Oh. Oh, geht das mit dem Whole Person vielleicht? Whole Person. Natürlich geht's nicht. Das ist ja auch keine Person. Ja. Ring LB. So. Das war cool. Hey. Habe ich noch? Aha. Oil. Da. Nein, ja. Öl brauchst du im Sumpf nicht werfen. Schlangen? Sie kommen nicht ran. Ja, ich kann hier auch meine Pfeile, Dolche werfen. Fliegen auch vorbei. Bogen auch. Sehr nett. Ja, du kannst in der Luft kannst du es nicht verwenden, ne? Ey, ich kann nur so Jump-Schläge machen und das bringt auch gar nichts, weil er mich dann instant haut. Oh, war ich, sorry. Continue alive, was ist das? Returning undead. Gleich mal rein. Ich bin auch gleich im Arsch. Habe ich denn noch was? Striking. Okay. Ah, es erhöht meine Schlagkraft. Geil. Aber ich bin da. Oh, scheiße, ich bin noch. Nee, ich bin nicht gestorben. Oh. Oh. Fast auf dich draufgefallen. Ist der Kopf jetzt abgetrennt vom Drachen oder guckt er aus der Suppe da raus? Ich glaube, der guckt aus der Suppe raus. Otto hat aufgelevelt. Und Bato auch. Auch wieder ein Hitpoint. Die sind schon so aufgelevelt, dass sie einfach, wo sich jeder Level up nicht mehr wirklich lohnt. Mhm. The Adventure continues. Sagt wer? Hier, Clint Dor, wie? Weiß ich nicht mehr. Da ist jemand, der die ganzen Monster leitet. Mensch, den müssen wir mal finden. Den Puppet Master. Corvin, tipp. Nach Corgulein. Korunglein, Entschuldigung. Irgendwo werden gerade ganz bitterböse E-Mails geschrieben, dass man die Dungeons and Dragons Städte alle jetzt falsch genannt hat. Limestone, Caverns, Outskirts. Brunnen, ich habe irgendwo. Ja, das nehmen wir. Brunnen hört sich, ich will nicht wieder eine Höhle oder so. Mhm. Oder eine Mine.
Obwohl, es sieht genau gleich aus mit einer anderen Farbpalette wahrscheinlich. Energie kann ich nicht. Ey, ich auch nicht, weil es jetzt einfach mal... Vorher hat es noch 108 gekostet. Du ein Schwert noch? Ich finde den Hammer ganz cool immer. Ja, Hammer sind ganz gut, ja. Die bouncen zumindest noch eine gewisse Zeit lang. Bis man dort an die Monster gerät. Oh Gott, dem Deutsch ist auch nicht mehr so gut. Oh, ein bisschen haben wir noch. Jetzt sind wir bei den Turtles gelandet, oder was? Oh. Scheiße. Wir sind überall. Ey. Ich hasse das Ding jetzt schon. Ich hab die ganze Zeit meine Waffe nicht mal gezogen. Okay, da hoch. Oh, es ist auch so Labyrinth. Oh, vielleicht war das doch keine gute Wahl. Vielleicht müssen wir einfach nur zum nächsten Ausgang laufen. Ah, nee, da sind doch Gegner. Ich hab den Hammer. Oh, scheiße. Ich bin total verkohlt. Bin direkt ins Feuer gehüpft. Was werfen die denn da? Sind das kleine Gönnchen? Ja, es sind anscheinend wirklich so kleine Ledersäcke mit Scheißbomben drin. Ja, das ist echt gemein hier. Das Wasser treibt die Sachen voran. Also, die Sachen bleiben nicht am Boden. Aber auch zumindest finde ich mal eine nette Idee, um da. Aber nur Sachen, die Gegner werfen, nicht das, was man aufnehmen kann zum Glück. Aber mal eine nette Idee, dass da mal ein bisschen was anderes gemacht wird in den Levels. Ich hab den Hammer an vier Leute vorbeigeschmissen. Ey, ich krieg so eine rein wegen dem dicken Speer hier. Hitpoints, nimm Hitpoints, nimm Hitpoints. Das kann ich ja nicht nehmen, das ist nur Scroll. Probier mal. Ja. Scheiße, das ist nur für dich. Wieso klappt das denn nicht? Ja, das ist wahrscheinlich der Zauber wahrscheinlich. Ja. Dein Feuersäckel interessiert mich auch nicht. Scheiße. Oh. Ey, wo kommt das her? Das war ich leider. Achso, du warst das. So Endboss-Zeit, oder nicht? Mal sehen, nicht mehr lang. Ja. Nee, kein Endboss. Okay, huge underground city. Spinnen. Oh. Aber was war das denn? Eine Falle war es. Dieser verdammte Gnoll. Verdammt. Aufpassen. Ich schmeiß jetzt Feuer auf den. Oder auf. Na, lauf rein. Schmeiß nochmal. Das läuft so schlecht. Du Horst. Das können sie auch mal ein Stück weiter werfen. Ja. Weißt du, also für Silvester werden die nicht Alter, gut geil. Alter, jetzt bin ich auch wieder voll geil selber reingesprungen. Mann. Und wenn die das Feuerwerk direkt vor ihre Füße werfen. Scheiße.
Oh, das fand ich geil, cool. Ich habe den Fall von dem in zwei geteilt. Mhm. Das ist auch schon passiert. Geld. Meins, 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 meins. Oh, oh, Kisten. Alter, wieso sagt das alleine kann? Bei so Loot, bei so Räumchen muss ich immer an Fantasy Star Online denken, ja? Wo man dann irgendwas gehauen hat. Nee, nimm du mal die Sachen. Hm. Das ist wieder diese. Schlüssel. Wie hießen nochmal diese kleinen gelben Vögel, die man direkt am Anfang weghaut? Ach, wie hießen die denn nochmal? Harpies, irgendwas mit Y? Nee, Mist, wie hießen die? Ich fällt's nicht ein. Das waren nicht die Puppen. Rappies! Die Rappies, genau, genau, mit zwei Ps. Die immer schön zerhauen, so in den ersten, in der ersten Gegend, als ich damals noch dann das gespielt habe auf dem Dreamcast. Und dann, ja, du bist ein Loop hier, nimm mal die Items, die brauche ich nicht. Und das war auch dann hier die halbe Stunde. Wir spielen noch ein kleines bisschen, ne? So ein bisschen. Ja, bis wir beide Game Over sind. Da, ich habe eine Kiste auf den Troll geworfen, haha. So. Okay, nehm es doch auf, ey. Das war's mit mir. Oh. Das macht aber auch nicht immer. Ja. Was soll ich denn da machen? Schnell, 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 schnell. Noch kann ich einsteigen. Oh nein, seine. Oh nein, du musst ihn mit Feuer verbrennen. Soll ich rein? Soll ich rein? Ich hab 2-1. Ah, komm! Scheiße. Wir müssen ihn mit Feuer verbrennen. Ne, wir können einfach weggehen. Ach so, oh, okay. Ja, warum nicht? Da, okay. Weil seine Energie ist wieder voll gewesen gerade eben. Dann machen wir aber Stopp, wenn ich jetzt Game Over bin. Okay, ja. Oder wir haben den Level gleich zu Ende. Das wird, glaube ich, auch passen. Was ist denn da hinten? Ja. So. Ein bisschen. Ah, ich habe doch Öl gemacht. Was war das jetzt? Arschloch. Ja, das war's. Ja. Gut. Mann, das war nicht so geil. Du musst aber auch tatsächlich bedenken, ich hatte ein ähnliches Gefühl bei Darkstalkers, als ich es wieder ausprobiert habe. Das sind echt Spiele, die für Arcade einerseits gedacht sind. Und ich glaube, speziell die machen noch mal ein bisschen mehr Spaß, wenn du drei Leute zumindest ranbekommst, die dann auch richtig Bock drauf haben. Findest du? Ja. Dann wird es ja noch unübersichtlicher. Ne, ich mochte jetzt gerade das ältere Spiel wohl hier, dieses Tower of Doom oder das Doom auf jeden Fall ein bisschen besser, weil es hat mich eher an die alten Final Fights erinnert, die ein bisschen simpler waren, ne, mit ein paar kleinen Twists, mit Magie, die man zwischendurch machen kann und alles. Und das Setting finde ich cool, den Look und alles, aber es ist sehr, sehr altmodisch. Mhm. Ne? Das sind auch solche Sachen, hey, wenn man Bock auf so Oldschool-Dinge hat, kann man sich's holen. Ansonsten, für mich ist es meist, du spielst es einmal und dann hast du auch ein bisschen genug davon. Mhm. Ja, ich mag das generell nicht mit diesen, dass man so die Ebene wechselt und nie hundertprozentig genau weiß, ob man jetzt trifft oder nicht. Also ich kann vielleicht einen Millimeter über dem Gegner stehen und hau die ganze Zeit und check einfach nicht, dass er gerade gar nichts abkriegt. Ja. Das habe ich schon damals irgendwie immer blöd gefunden. Aber ich habe es halt natürlich geil gefunden, sowas wie Final Fight, weil es nichts anderes gab. Und das, ja. Und ich habe zumindest, vielleicht waren wir ein bisschen unfähig hier. Oder ja, vielleicht, bestimmt. Nein, aber ich habe so Griff-Moves vermisst, weil ja, irgendwie habe ich dann keinen hinbekommen, weil das mochte ich immer meist am liebsten ich bei auch. Den Final Fights. So mal hier ein Piledriver, ein Suplex, ein Punch irgendwie wegwerfen aus der. Deshalb spiele ich ja noch die Yakuzas heute ganz gerne. Ne? So punchen, greifen und mein Lieblingsmove ist immer, wenn man auf so einem Hochhaus ist, die Gegner einfach vom Hochhaus runterzuwerfen. Ja. Das macht so viel Spaß, das gibt's leider hier nicht. Oder was hier auch gefehlt hat, sind so, ja. So Eduard Laser Spagat-Kicks. Also, wo man halt bei zwei Gegnern auf einmal so einen Befreiungsschlag. Das war jetzt im zweiten Teil eigentlich drin im Sinne von diese Special Moves, die dir Energie abziehen. Das war ganz nett. Gab es jetzt hier nicht. Also ich finde schon den anderen Teil irgendwie cooler, weil da gab es einfach mehr, auch diese Slide-Attacken und so. Es gab bestimmt viele Sachen, die wir gar nicht erst aktivieren konnten, weil wir es einfach noch nicht wussten. Deshalb, das sollte man im besten Fall über den ganzen Sommer immer in der Automatenhalle Tag für Tag mal ausprobieren und dann, ey, ich zeig dir mal kurz, wie man den Trick machen kann. Ne? Also, aber diese Kultur hat sich hier in Deutschland eh nicht eingestellt. Mhm. Ey, wenn ihr Bock drauf bekommen habt, es soll ja bald erhältlich sein. Könntest du das echt freiwillig spielen?
es gibt so viele andere Spiele. Ich habe Final Fight freiwillig gespielt. Aber dann habe ich jetzt auch erstmal genug für 14 Jahre. Mhm. Also bis zum nächsten Mal. Ja, und ich bin Beat'em'up technisch auch tatsächlich ein bisschen mehr in die Neuzeit dort gewandert. Ja. Dann lieber die Devil May Cry, die Yakuzas, die God of Wars. Oder sowas wie Castle Crashers. Also. Stimmt, das ist auch schon mal ein bisschen was anderes. Ja. Ne? Ich wollte mal das Scott Pilgrim probieren, aber da habe ich immer auch so Gegenteiliges gehört. Dass die einen haben es gut gefunden, die anderen, oh, die Steuerung ist ein bisschen merkwürdig und so weiter. Aber hey, das ist oldschool, auf jeden Fall. Gut, dann sollte das für eine Stunde mit Dungeons and Dragons gewesen sein. Ich kriege dieses Wort echt nicht mehr so gut raus. Ich bin froh, dass ich Dungeons Siege mittlerweile sagen kann, aber Dungeons and Dragons wird schwierig. Release-Datum wahrscheinlich im Blogartikel verlinkt, wann es genau rauskommt. Und ja, ich würde noch sagen, wir gehen trotzdem mal in die Sonne raus, obwohl es Freitag und es ist ein bisschen hell draußen. Nein. Nee. Wir müssen noch beide, dass wir jetzt weiter hier rumsitzen. Ja, wir noch werden auf jeden Fall hier rumsitzen. Kram machen, arbeiten, tippen, noch was spielen. Ja. Was weiß ich. Wahrscheinlich wird es so aussehen. Gut. Cool. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, macht's gut. Bis demnächst. Ciao, ciao.